WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 28. Mai 1871. Das Ende der Pariser Kommune. Au Père Lachaise, on fusille, on enterre. Zuletzt erschießen die Regierungstruppen noch 147 aufständische Pariser. An einer Mauer auf dem Père Lachaise-Friedhof im Nordosten der französischen Hauptstadt seid ihr wichtiger Gedenkort aller Linksparteien. Au but de Chaumont, on fusille, on enterre. Nach 900 gestürmten Barrikaden, 25 Standgerichten und Razzien sind am 28. Mai 1871 innerhalb einer Woche viele tausend schlecht oder gar nicht bewaffneter Männer, aber auch Frauen und Kinder, Opfer einer unbarmherzigen Repression geworden, weil sie versucht haben, eine Art direkte Demokratie im Stadtrat einzuführen. Au Jardin du Luxembourg, on fusille, on enterre. Die Versailler Truppen hatten gerade die Barrikaden in der Rue Vavin gestürmt. Louise Collet, Schriftstellerin, bekannt als Muse ihres Kollegen Gustave Flaubert, ist eine der wenigen in Paris gebliebenen Intellektuellen. Sie hat keine Sympathien für die Rebellion der sogenannten Pariser Kommune, wird aber Augenzeugin. Das Knallen der Maschinenwaffen und der Hinrichtungen hallte noch in den anliegenden Straßen wider. Ich rannte über die blutigen Bürgersteige. Viele Frauen, so unschuldig wie ich, wurden an diesem Tag willkürlich erschossen, nur weil sie verdächtig aussahen. La mode est au conseil de guerre. Et les pavés sont tous sanglants. Schweigen wir lieber über diese Weiber. Aus Respekt für ehrbare Frauen, denen sie ähneln, wenn sie tot sind. Geifert Kameliendame-Autor Alexandre Dumas der Jüngere. Wie Georges Sand, für die die Kommunarden nichts weiter sind als große und dumme Esel, Schurken der niedersten Sorte. Eine Menge, die zu einem Teil töricht ist und an der Nase herumgeführt wird, zum anderen Teil schändlich und boshaft. Verurteilt sogar ein gemäßigt linker, aber glühender Republikaner wie Émile Zola die Kommune. Das Blutbad, das die Pariser gerade genommen haben, war vielleicht nur eine schreckliche Notwendigkeit zur Beruhigung gewisser Fieber. Besingen wir die Freiheit, verteidigen wir die Stadt. Marschieren wir ohne Herrscher, dann hat das Volk Brot. Ein paar Wochen zuvor hat eine Frau diesen neuen Text für die Marseillaise geschrieben, die französische Nationalhymne. Kein Blut soll mehr fließen, keine leeren Phrasen mehr tönen, Gerechtigkeit und Fortschritt herrschen. Schön wär's. Immer wieder haben die Pariser seit der Revolution von 1789 versucht, deren soziale und politische Ziele zu verwirklichen. 1830, 1848 und eben jetzt 1871. Gewiss, nach drei Königen und zwei Kaisern gibt es wieder eine Republik, aber beherrscht von Royalisten, die ausgerechnet vom königlichen Versailles aus regieren und nach dem verlorenen Krieg den Deutschen nicht nur 5 Milliarden Goldfranken, sondern auch noch Elsass und Lothringen geben wollen. Vergeblich hatte der wortgewaltige Victor Hugo im Parlament gewarnt: Wenn dieser Friede geschlossen wird, ist es vorbei mit der Ruhe in Europa. Fortan wird es zwei furchterregende Nationen geben. Die eine, weil siegreich, die andere, weil unterlegen. Über 4 Monate hat die Hauptstadt während des Deutsch-Französischen Krieges unter der drastischen Belagerung hungern müssen. Dennoch will sie keinen Waffenstillstand akzeptieren. Als die Regierungstruppen in der Nacht zum 18. März 1871 auch noch versuchen, den Parisern ihre zum großen Teil selbst finanzierten Kanonen wegzunehmen, bricht die schon lange schwelende Revolte los. Die Bürgerwehr, die sogenannte Nationalgarde, verbrüdert sich mit einem Teil der Berufssoldaten. 2 Generäle werden erschossen. Das Zentralkomitee der Garde schreibt sofort Stadtratswahlen aus. An die 80.000 vor allem wohlhabende Pariser aus den westlichen Bezirken und etliche nicht mehr kampfbereite Nationalgardisten haben die 2 Millionen Stadt zwar verlassen,
aber nicht die Männer der Arbeiterviertel. Frauen dürfen ja nicht wählen. Alors, on arrive à peu près à 190.000 partisans de la commune. Man kommt auf ungefähr 190.000 klare Befürworter der Kommune. Das scheint wenig, aber über 50% der eingetragenen Wähler haben gar nicht mitgestimmt. Man könnte diese Stimmenthaltungen als Gegnerschaft bewerten, aber viele Pariser waren nicht mehr in der Stadt. Kurz 190.000 Anhänger und rund 40.000 Gegner. Et à peu près 40.000 opposants. Die mit der Pariser Kommune besonders vertraute Historikerin Laure Godinot stellt zunächst eine gut organisierte Arbeit fest. Am dringendsten muss der von der Regierung gestrichene Sold der Nationalgardisten wieder gezahlt werden, meist die einzige Einnahmemöglichkeit. Man storniert weiter Mieten und Schuldzinsen. Die Leihanstalt hat gegen Entschädigung von der Stadt billige Objekte zurückzugeben. Auf die nötigsten Kleidungsstücke und Hausrat. Il y a cent ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier. Die Hoffnung, von der in diesem Chanson zum 100. Jahrestag der Kommune die Rede ist, reicht aber weit. Der gewählte Stadtrat ordnet die Trennung von Kirche und Staat an, eine kostenfreie Unterrichtspflicht, die Anerkennung der freien Ehe unter anderem. Letzteres ist den Frauen damals wichtiger als etwa das Wahlrecht. Aber, so stimmen unserer Tage. Moi, je pense que le consensus, ça prend énormément de temps. Konsens braucht schrecklich viel Zeit. Ça fait pas beaucoup avancer. So kommt man nicht viel weiter. Il y a quand même des fractures qui se sont faites. Es entsteht schon Streit. Das sagen kürzlich Bewohner einer 1000-Seelen-Gemeinde, nachdem sie sich 5 Jahre lang im Kollektiv verwaltet haben. Die Kommunarden vor 150 Jahren haben längst nicht so viel Zeit. Schon am 2. April, nur eine Woche nach der Wahl, greifen die Versailler Regierungstruppen an. Eine nach der anderen fallen die von der Nationalgarde meist schlecht verteidigten Festungen. Die Soldaten wählen ihre Offiziere, also auch wieder ab, und gehorchen nur sehr bedingt. In zu vielen Entscheidungsgremien setzen sich immer mehr die Radikalsten durch. Da die Versailler keine Gefangenen machen, beschließt die Kommune Hinrichtungen von Geiseln. Polizisten und Geistliche werden erschossen, darunter der Pariser Erzbischof. Nur eine der vielen strategischen und politischen Fehlentscheidungen. Am 16. Mai demontiert man die Vendôme-Säule. Der Maler Gustave Courbet hatte schon Monate vor der Demontage gefordert, man solle diese Erinnerung an die Siege Napoleons lieber im Hotel des Invalides aufstellen. Obwohl der einzige aktiv in der Kommune engagierte Künstler gar nicht mitstimmt für die Demolierung, wird er später dafür verantwortlich gemacht und für die Wiedererrichtung zur Kasse gebeten. Herakles im Augeas Stall. Endlich aufräumen mit der ganzen alten Scheiße. Missversteht Peter Weiß in seinen Notizbüchern 100 Jahre später die Aktion des Malers. Nur eine ganz kleine der folgenschweren weltweiten Interpretationen, Fehldeutungen, Neubewertungen eines Ereignisses, das in Frankreich noch nie Eingang in das nationale Selbstverständnis finden konnte. Oh ben, je vous dirai, oui, Napoléon, non la Commune. Der renommierte Historiker Pierre Nora spricht sich neulich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eindeutig für eine prunkvolle Erinnerung an den 200. Todestag von Napoleon in diesem Jahr aus, aber gegen ein ähnliches Gedenken der Pariser Kommune von 1871. Aber parce qu'elle n'a pas apporté grand-chose à la construction de la République. Sie habe ja kaum etwas zum Aufbau der Republik beigetragen, erklärt der Mann. Offenbar finden das immer noch viele Konservative. Weder von Regierungsseite noch in Staatsbibliothek oder Staatsarchiv ist aktuell davon die Rede. Und selbst der Pariser Stadtrat konnte sich nicht einstimmig für die von der sozialistischen Bürgermeisterin organisierten Ausstellungen und Veranstaltungen zum Thema aussprechen. Die Kommune wird in Frankreich deutlich falsch eingeschätzt, weil seit den 1880er Jahren, seit sich die Republik als Regierungsform durchgesetzt hat, auch ihr Bild entstanden ist. Und das hat sich bis heute nicht geändert, denn die damalige Republik will die Kommune vergessen. Für sie handelt es sich um einen Bruderkrieg, der im Namen der nationalen Aussöhnung unter den Teppich gekehrt werden muss. Pour nous et demain.
Die Hymne der internationalen Arbeiterbewegung ist als Gedicht ebenso während der ereignisreichen 72 Tage in Paris entstanden, wie Karl Marx schon im Juni 1871 veröffentlichte Einschätzung des französischen Bürgerkriegs. Sie war nicht eine Revolution, um die Staatsmacht von einer Fraktion der herrschenden Klassen an die andere zu übertragen, sondern eine Revolution, um diese abscheuliche Maschine der Klassenherrschaft selbst zu zerbrechen. Von einer Diktatur des Proletariats spricht aber erst Friedrich Engels 20 Jahre später in seinem Vorwort zu der Schrift. Diese ideologische Vision der Pariser Kommune als Revolte der Arbeiterbewegung und Vorbild für die sozialistischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts wird dem Ereignis aber nicht gerecht. Schon allein, weil die überwiegende Mehrheit der 81 Mitglieder der Kommune eher Kleinbürger waren. Angestellte, Buchhalter, Ärzte, Lehrer, Juristen und Journalisten. Nur 20% Arbeiter im damaligen Sinn, wie Färber, Buchbinder oder Gießer. Im verzweifelten Versuch, die Truppen noch aufzuhalten und auch um wenigstens spektakulär unterzugehen, setzen die Kommunarden ab 23. Mai symbolträchtige Gebäude wie Justizpalast, Finanzministerium, Tuilerienpalast und schließlich sogar das Rathaus in Brand, den Sitz ihrer eigenen Delegierten. Ein Fanal, das sie für ihre Gegner endgültig als ruchlose Verbrecher qualifiziert. Vor allem die Kommunardinnen, die als Pétroleuses diffamiert werden. Obwohl sich schnell herausstellt, dass die Brandstifterinnen eine reine Erfindung sind, spuken sie noch heute durch manche Vorstellungen. In solchen Karikaturen wird alles pervertiert, weil die Ernährerin Petroleum in ihre Milchkanne gießt, die Hausfrau draußen die Hauptstadt aller Hauptstädte zerstört und die Erzieherin ihr Kind verdirbt und mit ihm an der Hand Paris anzündet. Die Ruinen sind noch warm, als sich die Fotografen auf die bernsteinfarben leuchtenden, schaurig schönen Kulissen stürzen. Schlimmer noch. Im Schatten zerstörter Denkmäler, auf Gras, das noch feucht ist vom Blut der Opfer, und auf flammengeschwärzten Straßen blüht ein ausgelassenes Treiben. Die Luft klingt wieder von Liedern und fröhlichen Tänzen. Die Prostitution breitet ihre Waren aus. Entsetzt sich Louise Collet. Martine Lavaux, Spezialistin für die Geschichte der Romantik, hat sogar für den Juni 1871 Besichtigungsprogramme gefunden. On a visite des ruines en journée, on a opéra le soir. Ruinenrundfahrt am Tag, Oper am Abend und Panoramabetrachtung des zerstörten Paris von einem Vorort namens Zeigt alles, Montre tout. Wohl einer der ersten Fälle von Kriegstourismus. À ma connaissance, c'est l'un des premiers phénomènes de ce type. Nach den nur 72 Kommunetagen werden 40.000 Menschen inhaftiert, darunter über 1.000 Frauen und über 600 Kinder unter 16 Jahren. Es ergehen 13.000 Urteile, darunter 4.500 zur Deportation nach Neukaledonien. Auf der Gegenseite sind rund 900 Berufssoldaten gefallen, wurden 70 Geiseln erschossen. Diese Zahlen sind offiziell. Dans la gare de l'Est, en fusil. Die Schätzungen über die Opfer der Massaker schwanken dagegen sehr. Eine Mathematikerin hat kürzlich gründlicher nachgesehen, Laure Godineau. Michel Audin hat in den Registern der Pariser und der Vorortfriedhöfe geforscht, nicht nur für die blutige letzte Maiwoche, sondern bis in den Juni hinein. Dabei fand sie heraus, dass noch Wochen später unbekannte Leichen beerdigt wurden. Sie schätzt die Zahl der Todesopfer deshalb auf 15.000 bis 20.000. Im Zeitzeichen erinnerte Sabine Mann an das Ende der Pariser Kommune vor 150 Jahren. Redaktion Gesa Rünker. Zeitzeichen morgen über Heerführer Georg Truchseß von Waldburg.